Herzlich willkommen im Body Power Studio. Ach, im Branche ist es nicht mehr selbst zu sagen. Ne. Das war angenehm. Ja. Ja, hast ja schon oft genug gehört, meine Ansagen, gell? Kannst du schon selber machen jetzt. Neben dem üblichen Wahnsinn wird heute Rücken hier trainiert. Ja? Mit dem aufstrebenden Nachwuchs. Kann man sagen bei dir, gell? Wie alt bist du? 26. Ja, wird's aber Zeit jetzt. Musst du durchstarten. Zeit, deswegen müssen wir hierher. Ja, aber so sieht's aus, ne? Sehr vielversprechender Athlet ist ja heute hier zu Gast bei mir, der gerade abgeräumt hat in Bochum. Was willst du eigentlich machen jetzt, wenn dein Rücken noch besser wird? Gute Frage. Schauen wir mal, was hingeht. Mehr als Gesamtziel geht ja nicht. Ja, Classic National wären wir durch, ne? Ja. Kann ich ja nur noch verlieren eigentlich. Wir müssen jetzt erstmal auflösen, wer denn überhaupt dieses aufstrebende Talent ist. Wer hat ihn schon erkannt? An der Stimme. Schreib es jetzt ja, in die Kommentare. Genau. Gibt ja wenig Interviews von dir bisher, gell? Gibt's wenig, ja. Aber ein gutes auf jeden Fall, habe ich gesehen, nach Bochum. Genau. Hast dich gut verkauft, gell? Mit dem Herrn Botthoff, ja. Nachts in der Hotelbar, 1:30. Ja, dafür war es echt, war ein gutes Interview, hast gut verkauft. Dankeschön. Ja, dann Matze, dann löst mal auf, mach mal einen Linksschwenk. Schwenker, dann noch ein bisschen Trommelwirbel. Und zack! Hey, Leiser. Ich bin's. Ja, hi. Ganz ungewohnt für mich, bei Rabon hier beim David im Studio zu sein. Vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Immer gerne. Und heute wird Rücken geballert. Let's in stuff, baby. Ja. Jawohl. Ich freue mich, ich bin heiß. Allein die Atmosphäre hier in dem Laden, ultra motivierend. Schauen, was heute geht. Und sogar noch einen exklusiven Einblick ins Body Power 2.0 Studio. Ja, richtig, 2.0. Ich habe schon auf neuen Maschinen gesessen. Ja. Schade, dass wir da nicht trainieren können. Die Heizung ist das Problem, ne? Ein bisschen kalt. 4 Grad ungefähr. 4 Grad, wollen uns nicht erkälten. Gerade nach so einer Wettkampfphase ist das Immunsystem ja immer noch ein bisschen anfällig. Bin gut durchgekommen bisher, habe gut gegessen. Und schauen wir mal, ob die Kraft auch im Muskel vorhanden ist heute. Sehr gut. Unverwendet. Also mittlerweile, es gab eine Phase, da habe ich es gar nicht mehr gespürt. Ja, ich kann auch so Ding kriegen, mich dann ins Bett legen. Ja, richtig, ja. Abends Monster Zero und ab ins Bett, war kein Thema. Ja, gestört, ey. Ja, doch, das geht, das lernt man mit der Zeit, ja. Ja. Ja, aber eins kann ich sagen, ich habe wenigstens keine Probleme einzuschlafen, wie manche Leute. Ja, also, auch nicht. In der Diät auch nicht? Einzuschlafen? Nee, null. Also, ich kann mir das nicht mal vorstellen, wie das ist, wenn man nicht einschlafen kann. Ne? Also im Gegenteil, bei mir ist es mittlerweile so, also kennen ja viele, wenn man irgendwie weit mit dem Auto irgendwo hinfährt und dann abends zurück, dass man dann schon mal einnickt, aber bei mir ist jetzt schon auf dem Hinweg so, ne, im Helm. Ich muss schon manchmal Pause machen und mich immer an den Rand stellen und 10 Minuten Powernap machen. Jetzt gibt es Rush 2.0, verschafft sich schon mal einen Vorteil, dass ich noch mich noch mehr abzuhängen. Cola-Flavor, das ist sehr lecker. Cola geht immer. Kann man nicht anders sagen. Aber ansonsten bist du auch so ein Booster-Freund? Wir hatten früher so eine Zeit, das hieß Booster-Samstag bei uns. Da haben wir uns immer eine halbe Stunde vorher auf dem Parkplatz getroffen. Jeder hatte ein Modell Hardcore-Booster, dann haben wir durchgemischt. Und dann war Booster-Samstag. Ging meistens nach hinten los, weil wir danach alle so im Arsch waren, dass die Abendplanung dann ausgefallen war. Vielleicht lassen wir den mal wieder aufleben. Wenn die Leute das sehen, dann müssen wir das mal besprechen, ob wir das wieder machen. Wahrscheinlich, ja. Nee, aber in der Regel so Arginin, Citrullin, Espresso, klassisch. Kann man gut abschätzen, wie es einem danach geht. Oder halt einen schönen Pump-Booster. Ja, sowas geht schon. Also nicht mehr die ekligen Hardcore-Dinger. Nee, die Zeit ist rum irgendwie. Ja. Also gab es auch mal auf jeden Fall vor 1-2 Jahren, aber ja, Cannibal Ferox und wie sie alle hießen und God Mode und so, aber nee, ist nicht mehr meins. Ja. Ich glaube, es ist insgesamt, mittlerweile auch. Auf dem absteigenden. Ja. Es gab ja auch mal eine Pre-Workout-Ära. Das kennen vielleicht manche Zuschauer noch. Es gab mal eine Zeit, da hat man einfach trainiert und danach Eiweiß getrunken. Mhm. Und irgendwie ging das auch ohne Booster, ne? Also ich komme noch aus der Generation. Also wie Tom, ich weiß sogar noch, als ich einen Shop aufgemacht habe, 2008, habe ich meinen ersten Shop aufgemacht. Und dann haben wir so überlegt, wie wir das Sortiment so zusammenstellen. Und da haben wir noch so gedacht, ach, diesen Booster-Kram, ne, das braucht doch keiner wirklich. Und dann haben wir dann nach so ein paar Monaten, vielleicht waren es auch Jahre, haben wir dann gedacht, ja komm, mit Booster kann man doch ein bisschen Geld verdienen. Aber so war das. Also 2008 war das noch für mich so, dass man so gesagt hat, ja, Eiweiß, BCAAs,
Pipapo, Kreatin, Basics, aber Booster, wer soll das kaufen, haben wir so gedacht. Ne? Und dann kam die Phase von den Leuten, die dann nur noch Booster wollten und dann noch nicht mal ein Eiweiß im Schrank hatten. Ne? Ja. Ja, die kamen dann mit 55 Kilo in den Laden, ja, richtig, genau, und haben mir was erzählt von irgendwelchen Molekülstrukturen von DM Tralala. DMAA, was ich noch nie gehört habe. DMBA, XYZ. Ja, voll drin noch. Ja, ich habe mal in einem Supplement-Shop gearbeitet. Ich kenne das Klientel. Ja. Und ja, doch, da habe ich dann auch mal gesagt, nehmt erstmal ein Whey mit und Kreatin und dann kommt er wieder. Und dann, ja. Also das ist mit so Booster, ist ja auch so ein bisschen ein Ritual, wo du halt dann so, du machst dir deine Schuhe zu, du ziehst dein Lieblings-T-Shirt an, der hat jetzt ein neues Lieblings-T-Shirt heute bekommen. Ja, ich wurde ausgestattet hier, ich durfte hier direkt mich in Schale schmeißen und in Neonfarbe. Ich hätte gern gelb genommen, aber meine Größe war nicht da. Ja, vielen Dank dafür übrigens. Gerne. Ich trage es in Ehre. Ich hoffe, der Spirit färbt auf mich ab und ich fühle mich jetzt genauso ready wie nach einem Booster fürs Training. Das wollte er sagen, denke ich. Genau, ich wollte sagen, dass man eben so bestimmte Rituale, die können schon helfen, so den Fokus aufzubauen und hier diesen Booster anrühren. Das ist irgendwo auch ein Stück weit dann psychologisch vielleicht, ne? So ein Ritual, was dann halt aufs Training so vorbereitet, ne? Bestimmte, was weiß ich, Kniebeugenschuhe anziehen oder ja, Lieblings-T-Shirt für den richtigen Tag oder Haxen müssen wachsen, Socken beim Beintraining. Mach verdammt viel Werbung heute. Wer einen Booster trinkt, kriegt den übrigens hier natürlich im Body Power Studio, den Espresso, den gibt es auch im Body Power Studio. Ne? Gibt es auch einen Cappuccino im Body Power Studio? Gibt es auch einen Cappuccino, genau. Also alle Arten von Pre-Workout-Gewohnheiten kann man hier voll ausleben. Plus reine Motivation durch die Einrichtung. Bilder an der Wand, genau. Cover, Videos, alles Mögliche. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich fühle mich wie in so einer Filmkulisse, weil man das alles von Rap One oder aus YouTube kennt und jetzt läuft man hier so real durch. Fühlt sich an, als wäre ich an so einem Filmset. Mal schauen, ob das im Training genauso wird. Ja, ich habe schon die eine Halle gesehen mit der antiken Säule da. Schon geil. Ist auch, hast du ja auch gerade gesagt, so eigentlich so dein erste Trainingsvideo überhaupt mal, was, ja, von dir so festgehalten wurde. Ja, stimmt. Also auch im Training selber, im Workout, haben wir uns nie gefilmt irgendwie. Wir haben da immer einfach gepumpt und vielleicht mal eine Insta-Story oder sowas, aber jetzt nie irgendwie ein Trainingsvideo oder so oder Technikschulung, was ja auch schon manche machen, sich da irgendwie beim Kniebeugen filmen. Nee, das nicht. Von daher für mich ganz ungewohntes Szenario jetzt. Bin mal gespannt. Aber ich denke, ich werde es einfach ausblenden und pumpen. Und deswegen ja, so genau, einfach das wird schon laufen, euer ja. Ding machen, fertig. Genau. Ja. Bin ich zuversichtlich, das ist gut. Wozu so ein Hashtag mehr mit anderes alles führen kann? Ja, vor zwei Wochen noch gar nichts und jetzt bin ich im Body Power und trainiere mit meinem Vorbild. Echt krass. Ja. So schnell kann es gehen. Ja, ich hoffe mal, dass das Rückentraining wirkt bei mir. Ich habe ja eh noch so ein bisschen Schwäche in der Mitte, stand ja auch in ein paar Kommentaren, stimmt auch absolut, Fleisch muss drauf. Ich denke mal, da bin ich beim richtigen Mann. Mit den richtigen Geräten vor allem. Mal schauen, was geht, ja. Ich hab Bock. Kennst du eigentlich hier so der ganze Krempel, der hier so hängt, so der City High, ganz neue Bloodsport, oder ist das nicht so deine Ja, Generation? Doch, ein paar kenne ich schon, also ein paar Arnold-Filme auf jeden Fall. Was ich auch sehr geil finde, seine eigene Athletengalerie dort oben von den Leuten, die er selber vorbereitet hat. So ist natürlich auch motivierend und cool, wenn man das sieht. Unvollständig, okay. Ja. Immerhin, aber in Ansätzen vorhanden, sagen wir mal so. Nee, und ich finde es auch echt geil, so gerade dieses Gemälde da vom an der Wand vom Arnie im Film, schon geil, an die Atmosphäre auf jeden Fall. Wann war denn dein allererster Kontakt so mit Bodybuilding überhaupt und Körperkult oder wie auch man immer das nennen möchte? Ja, das war 2010, habe ich angefangen zu trainieren, da bin ich ins Fitnessstudio. Aufgrund, ich habe es mal in der Insta-Story gepostet neulich bei einer Fragerunde, ja, da erste große Liebe verlassen worden und so weiter und da musste man mit den Emotionen irgendwo hin. Und dann hat mich ein Kollege, der Justinian Witt, der Gruß an der Stelle, der hat mich damals mitgenommen ins Studio. Und irgendwie hat es sofort gepasst, ich habe mich da wohlgefühlt. Ich habe vorher Tischtennis gespielt, da habe ich wahrscheinlich meine Arme aufgebaut. Und genau, dann bin ich dabei geblieben. Dann Wettkampf 2014. Und da war der Markus Hoppe für verantwortlich, den kennen bestimmt auch noch einige User. Schöne Grüße an dieser Stelle an Markus. Grüße an der Stelle, genau, aus dem Raum Freiburg. Das war so der nächste Kontakt zu mir, ich wohne ja da in der Nähe. Genau, und mit dem habe ich dann mal trainiert und der hat mich da so in die Richtung bewegt. Gut, dass es mit der ersten Liebe nicht so geklappt hat und du dich im Studio ausgetobt hast. Habe ich eine andere Liebe gefunden, ja, genau.